du mal auf, hier zu rülpsen? Das stinkt voll, Alter. Tag, Kinders. Heute ist es endlich mal wieder soweit. Die Dagi und ich haben ein neues Ich schminke meine Freundin Video. Heute werde ich wieder meine absoluten Make-up-Artist-Künste auspacken und meine Freundin dezenterweise sehr schön high classy schminken, wow, sodass er auf dem roten Teppich auf jeden Fall als angesehene Dame davon gehen kann. Schön. Wir fangen auch direkt an, weil ich habe da Bock drauf. So, was nehmen wir denn als erstes? Als allererstes nimmt man natürlich diesen Stift. Nein. Natürlich. Den Kohlkajal. Oh, Timo, das fängt ja schon gut an. Ja, das muss man doch dafür, hast du gesagt. Den Stift um die Augenbrauen. Ich hasse das, ey. Warum? Ist doch hübsch. Dachte ich einmal, dass du es wirklich ordentlich machst, ne? Wirklich einmal. Mein Gott, das sieht man. Ey, glaub mir, in 2-3 Monaten läuft jedes Mädchen so rum. Das ist der Cyber-Future-Look. Wie ich schon gesagt, in Zukunft wird damit jeder rumlaufen. Cyber-Future-Look in der Farbe Türkis. Türkis. Als nächstes kommt natürlich die Foundation. Was oh, ist? Du weißt, wie das heißt. Wow. Weil du es mir gerade eben noch gesagt hast. Dass du das merken kannst, aus der Insel, ne? Da ist ein Pinsel. Was macht man denn damit? Aufs ganze Gesicht verteilen, damit es ebenmäßiger aussieht. Nein, um Gottes Willen! Du hast doch gesagt, ich soll es aufs Gesicht ebener machen. Oh mein Gott. So, hier, da wo diese, wo die Mitesser eigentlich draufkommen. So. Das ist viel zu viel. Das ist nicht viel, das ist so richtig. Glaub mir mal, wer ist hier, wer hat bei Boris Entrup gelernt? Ich oder du? Das sieht geil aus, ey. Alter, das gibt dir so einen geilen Tor. Einen geilen Tant. Du hast so einen geilen Tant auf einmal. Boah, Mädel. Oh, du spuckst mal drauf. Ja, das ist hier, damit der Schnott immer deinen Darmbart nicht mehr sieht. So, und jetzt nehme ich nämlich, den Rest könnt ihr euch in die Hände verteilen, damit eure Hände auch ebener sind. Und jetzt machst du... Nein, oh mein Gott, du musst das machen. Du hast doch gesagt... Diese Pinsel. Timo, bitte. Mach jetzt. So, und dann verteilst du das mit diesem Pinsel richtig so schön, dass richtig auch die Adern weg sind und alles. Der, schön, der Damenbart. Mädel, du hast vielleicht einen Damenbart. Du sollst vielleicht mal rasieren gehen. Den Schnörres wegmachen. Wenn wir das haben, meine lieben Freunde, sagt euch euer Lined Toggles Maybelline Artist natürlich, was ihr als nächstes machen müsst. Und zwar mal da so ein Ding hier. Das ist das sozusagen Spinnenbein. Damit geht ihr hier so. Lass mich das doch mal machen. Ich hab davon Ahnung. Geh hier so Leckerchen so. Wie, es muss ein, wie als würde eine Ameise scheißen und den Weg dahinter lassen. So. Da fängt die Ameise an zu scheißen und lässt ihre Kackspur unter den Augen. So. Zack. Spinnenbein wieder in die Tupperdose. Nächstes bitte. Als nächstes, Freunde der lieben, der guten Unterhaltung, habe ich natürlich meine Wimperntusche. Die darfst du natürlich nicht vergessen. Schön immer reinblubbern lassen, damit das Ding noch vollgesogen ist. Und dann ballerst du damit erstmal. Was denn? Herr mit dem Korb, die Zuschauer müssen doch sehen, wie. Sieh mal, bitte pass auf, ja? Ja, natürlich. Ich passe immer auf. So, zack, zack, zack. Zacki, zacki, zucki und rein ist dieser Fluppi. Als vorletztes, wir sind gleich durch, Freunde, macht euch keine Sorgen. So, macht mal hier schön den Highlighter, damit das ist der Bronze-Look, der heutzutage schön überall verteilt werden muss. So, das war teuer. Das war teuer, das glaube ich dir. Mein Make-up-Künste sind nicht billig, deswegen waren auch teuer. Sie wird langsam zu einer goldenen Statue, falls ihr es sehen könnt. Die Fresse, Alter, du machst das. So, Leute. Letztens, was jetzt noch kommt, der gute Anstrich. Das ist das hier. Was ist das nochmal? Das ist der Anstrich. Wenn du das nicht hast, dann hast du was verpasst. Augen zu und durch. Ich hab gesagt, es wird spacig. Schon wieder. Ich hab gesagt, es wird spacig. Also deine Künste haben sich vom letzten Mal echt gar nicht geändert, ne? Es wird spacig, ich hab's doch gesagt. Das riecht wenigstens gut. So, warum ich da so Wellen jetzt umgemacht habe, das verrate ich euch später. Das sind die Wellen der Glückseligkeit. Hier oben sind die Wellen der Glückseligkeit. Damit das Glück, auch das sprudelst du dann, das Pinke, die Wellen sprudelst du wieder. Leute! Make-up-Artist-mäßig bin ich sowas von gut unterwegs. Schaut euch dieses Kunstwerk an. Ja, natürlich. Und komm.
Voll. Hallo, bist du hier Spaß? Eine Sache haben wir noch. Eine haben wir noch. Was ist das denn? Weiß ich selber nicht, ne? Nee. Eyeliner. Ah! Nee, Kajal meine ich. Oh mein Gott, das geht richtig schwer ab. Oh, nee, nee. Timo! Das ist so. Leute, das reicht schon. Ich meine, ich muss da jetzt auch nicht die übertrieben. Boah, wie ich schreie. Ich muss da jetzt nicht die übertriebensten Künste raushauen. Dieser goldene, pink-türkise Look, der ist in der Zukunft, was sehr angesagt ist. Zu blauen Augen, wie sie hier hat. Zeig mal deine Augen. Ist das natürlich der absolute Wahnsinn, Leute. Wird es auch ein bisschen goldig sein? Hm? Oh ja, sehr schön. Oh. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen oben da, wenn wir dich zum Lachen bringen konnten. Wenn du meine Make-up-Artist-Künste auch so unterstützen willst, wie sie jetzt endlich gedacht sind. Ich habe ein großes Ziel vor mir. Ich werde Beauty-Vlogger. Leute, zieht euch diese Schönheit rein. Rechts von mir kommt ihr zu meinem letzten Video. Das ist hier das über Fame-Geile. Generation Fame-Geil. Schaut mal rein und links von mir kommt ihr zu meinem Video, ja, Jungs, Probleme jedes Jungen. Viel Spaß, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dagi, zeig noch einmal in die Kamera, wie hübsch du bist. Und ich sag, tschüss.